Frau leben Freiheit! Frau leben Freiheit! Oh, die internationale Solidarität! Oh, die internationale Solidarität! Oh, die internationale Solidarität! Liebe Weltbürger, seit 16. September 22 jährige Kurdin Mahsa Amini begann in Iran eine feministische Revolution. Tatsächlich, diese Parole Jinjian Azadi in die Ohren aller politischen Bühne erklangt. Und seit 9 Monaten hoffen wir oder sind wir auch zuversichtlich, dass diese Revolution eine wunderbare, saubere Welt, besonders das Land, das seit 44 Jahren Despotie und Diktatoren, Kindermörder an die Macht gekommen sind und die haben 85 Millionen Iraner als Mieter und sie sind Vermieter. Die Zeit ist vorbei. Die Knoten ist geplatzt. Es geht um eine tatsächliche wirtschaftliche Veränderung im Mittleren Osten und im Nahen Osten. Die Politik der Welt ist auch versagt. So viele Kinder sind ermordet worden, hingerichtet worden, erschossen worden. So viele politische Gefangene im dunklen Gefängnisse in Iran sind im dunklen Keller. Und alltäglich hören die Politiker, dass dies und jenes, dieser Mann und diese Frau vergewaltigt worden und hingerichtet worden. Und reagieren sie nicht. Ich kann das verstehen, dass die weltwirtschaftliche Krise in der ganzen Welt herrscht. Aber wenn es ums Geld geht, die schweigen. Über das Geld sprechen sie nicht. Mit einem einfachen Schalmosen verurteilen wir die Hinrichtungen im Iran. Das bringt nicht. Sie müssen mehr Druck ausüben. Und wir erwarten auch nicht, dass die Weltpolitiker iranische feministische Revolution durchführen dürfen. Nein, wir haben keine Angst mehr. Und wir haben auch kein Vertrauen von den weltpolitischen Apparaten. Pablo Neruda, der Dichter, Zitat: Ich habe vieles gelesen über Paragraphen der Menschenrechte. Paragraph 31 war leer. Das bedeutete Paragraph 31, ich möchte jemanden lieben, ich darf jeden Menschen lieben und akzeptieren. Das iranische Volk liebt nicht mehr die Islamische Republik. Wer liebt die Mörder und Kindermörder und Despoten und Diktatoren im 2023? Lange Rede, kurzer Sinn. Ich sage aber, kurze Rede, lange Sinn. Die Revolution im Iran findet keine Rückkehr nach Hause. Das Regime hat versucht, nachdem so viele Menschen, Studenten, Angestellte, Arbeiterklasse, sie sind auf die Straße gegangen und dann haben sie Hungerstreik begonnen. Und das Regime hat wieder mal angefangen mit seinen mörderischen Mechanismen. Viele Menschen in den letzten 10 Tagen hingerichtet, damit das Volk Angst bekommt. Das Volk Iran hat keine Angst mehr. Und wir sind auch ein Tropf der Stimme der Protestierenden und dann oppositionellen Kräfte, die im Gefängnis sitzen. Wir wünschen, dass die Politik, UNO, EU, Internationaler Gerichtshof, diese Mörder zum Anhören aufrufen. Schließung der Botschaften steht vor der Tür. Bin ich absolut sicher, es gibt Fußfreiheit. Müssen die Menschen
im Iran nicht so viel Blut abgeben, um seit 100 Jahren Demokratisierung dieses Landes zu erlangen. Ich möchte appellieren, die Menschen, die in den politischen Parteien sind, die ihre Herz nach Demokratie und Freiheit schlägt, machen Sie Ihren Mund auf. Wovor haben Sie Angst? Das reiche Land Iran, wenn die Demokratisierungsprozess im Iran stattfindet, dann werde ich wirklich als ein Iraner versprechen, wird die Welt im Nahosten eine wunderbare friedliche Welt werden. Kein Krieg gegen Irak, kein Krieg gegen Syrien, kein Krieg gegen Jemen, kein Krieg. Und die haben jetzt versucht, mit ihren Feinden Koalition abzuschließen, mit Saudi-Arabien. Was ist das denn für ein Regime, wo er seine schwache Punkte erfunden hat und versucht jetzt die Türen und Toren aufmachen zu ihren feindlichen Parteien, Regierungen? Wir haben das alles verstanden. Wir kämpfen um die feministische Revolution, auch für die andere Seite der Welt befreit werden. Es lebe Sanzian Azadi. San Zendegi Azadi. Entschuldigung. Und sie haben es zu groß.